Nachdem wir alle Konten abgeschlossen haben, müssen wir jetzt diese Salden, die sich hier ergeben haben, in ein Schlussbilanzkonto eintragen. Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial, diesmal Schlussbestände eintragen. So, wie macht man nun diesen Kontoabschluss? Wir erinnern uns, wir haben hier bei dem Eröffnungsbilanzkonto haben wir diese 2000 Euro genommen und haben sie in ein Unterkonto übertragen und das war dann der sogenannte Anfangsbestand. Wir haben dann die entsprechenden Geschäftsfälle hier eingetragen und haben dann die Konten abgeschlossen und hat sich ein sogenannter Schlussbestand ergeben. Ja. Diese ganzen Schlussbestände, die werden nun alle in das Schlussbilanzkonto eingetragen. Das heißt, das ist ja das Konto am 1.1. eines Jahres und das hier unten ist das Konto am 31.12. eines Jahres. Und das ist das sogenannte Schlussbilanzkonto. Und diese Schlussbestände, also nicht die Bilanzsumme, hier gleicht sich ausnahmsweise, also diese 2500 ist in der Bilanzsumme und im Schlussbestand, weil wir hier auf der Habenseite keine weiteren Buchungen haben. Hier allerdings bei der Kasse, da sieht es anders aus, wir hatten am Anfangsbestand 2000 Euro, die Bilanzsumme, die ist dann noch 2000 Euro groß, aber der Schlussbestand, der wieder übertragen werden muss, hier rüber, der ist dann nur 900 Euro groß. Das heißt, wir übertragen jetzt die ganzen Schlussbestände. BGA war das 2500. Und von der anderen Seite, von den Passivkonten, machen wir das ebenfalls. Also die ganzen Schlussbestände ins Schlussbilanzkonto eintragen. Verbindlichkeiten hatten wir 600 Euro, Darlehen hatten wir 2400 und hier haben wir das Eigenkapital von 4000 Euro. So, und jetzt wird es spannend, wenn wir das nämlich zusammenzählen, müssen die Aktiv- und die Passivseite gleich groß sein. Wenn das der Fall ist, hat man alles richtig gemacht. Wenn es nicht der Fall ist, dann geht die Fehlersuche los und das ist manchmal sehr langwierig. Also rechnen wir es mal zusammen. Das sind dann 5000, 6100, 9000, dann haben wir 7000. Und auf der anderen Seite haben wir die 6000 und haben wir auch 7000. Wunderbar. Ging alles auf und das Geschäftsjahr ist vorüber.